So, zugegebenermaßen heute mal ein etwas ungewöhnliches Video. Man sieht mich. Gut, das ist nicht so ungewöhnlich. Man sieht mich ja häufiger mal mit einer Kamera oder mit einem Notizblock durch die Gegend rennen. Aber heute geht es tatsächlich um die Zukunft. Und zwar um die Zukunft von Mein Wadersloh. Seit 5 Jahren mache ich dieses Projekt jetzt. Und wie viele von euch vielleicht auch mitbekommen haben, sammeln wir gerade Geld ein, damit es das Projekt auch zukünftig geben kann. Leider ist es so, dass in den vergangenen 4 Wochen seit dem Start des Crowdfundings gerade mal 2% der anvisierten Spendensumme zusammengekommen ist. Das ist natürlich noch ein bisschen sehr wenig. Deswegen stehe ich heute ausnahmsweise mal persönlich hier und bitte einfach mal darum, dass ihr, wenn ihr vielleicht die Medienlandschaft, so wie ich auch, ein bisschen bunter machen wollt und auch in Zukunft Reportagen aus Wadersloh, Dieschen und Diesborn lesen wollt, dass ihr dieses Projekt unterstützt. Vielleicht seid ihr auch auf den Weihnachtsmärkten momentan in der Region unterwegs. Ein Glühwein kostet auch 2-3 Euro und für 5 Euro könntet ihr monatlich schon Mein Wadersloh unterstützen. Das ermöglicht es mir und meinen Mitarbeitern, dass wir auch in Zukunft dieses Projekt weiterführen können. Denn ansonsten gehen irgendwann leider die Lichter aus, weil als relativ kleines Unternehmen ist es dann doch nicht so einfach, wirklich zu jedem Termin hinzugehen. Und wir haben sehr, sehr viel Herzblut für dieses Projekt und deswegen noch einmal hier auch der Aufruf: Bitte unterstützt unser Projekt, wir würden es gerne weiterführen, aber wir brauchen jetzt eure Hilfe dabei. Und Wadersloh hat knapp 12.000 Einwohner, glaube ich. Vielleicht möchte der ein oder andere ja auch ein bisschen dazu beitragen und sich solidarisch zeigen mit uns und unser Projekt auch in die Zukunft führen. Ich würde mich freuen und an dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön an die wenigen Leute, die das bisher schon unterstützen, das Projekt. Es sind, glaube ich, knapp 30, die mindestens 5 Euro im Monat spenden, damit dieses Projekt überhaupt existieren kann. Vielen Dank dafür. Ohne euch gäbe es dieses Projekt wahrscheinlich nicht mehr. Und ich hoffe einfach, dass wir auch viele andere überzeugen können, statt vielleicht einen Glühwein dieses Jahr auf dem Weihnachtsmarkt zu trinken, vielleicht das Geld zu nehmen und zu sagen, hier, wir unterstützen Mein Wadersloh, das Projekt Mein Wadersloh, weil wir vielleicht gerne dort die Nachrichten lesen hier aus der Region. So, und das war's schon. In diesem Sinne wünsche ich allen noch eine schöne Advents- und natürlich auch eine Weihnachtszeit, eine schöne. Und vielleicht sehen wir uns ja dann bei dem nächsten Pressetermin. Bis bald.